Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und es geht weiter mit einem weiteren Quick-Tipp fürs Bankdrücken. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, ich versuche mich gerade so ein bisschen durch die gröbsten Fehler aus den Seminaren zu kämpfen. Und beim letzten Mal hatten wir eben das Setup beim Bankdrücken bzw. die Brücke. Da haben noch extrem viele Probleme, dass sie die Thematik nicht richtig verstehen. Deswegen checkt das Video auf jeden Fall ab. Ich denke, der ein oder andere von euch hat es definitiv nötig. By the way, nötig haben, wir haben natürlich noch ein Seminar am 27.10. Da sind noch Plätze frei. Deswegen haben wir wieder 20% Rabatt dafür rausgehauen. Der Link ist in der Beschreibung. Ist das letzte für dieses Jahr. Das heißt, wenn ihr noch Probleme habt mit der Technik, noch irgendwas gecheckt haben wollt, in 6 bis 8 Stunden ziehen wir das Ganze schön gemütlich mit euch durch. Link ist in der Beschreibung. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar geht es heute speziell um den Elbow Tuck bzw. die Ellenbogenführung beim Bankdrücken. Und zwar ist mir vor allem im letzten Seminar extrem aufgefallen, dass viele dazu tendieren, dieses Thema, das habe ich früher auch gemacht, also ich bin da nicht ausgenommen, externe Rotation und die Ellenbogen nach innen führen, dass sie das sich ein bisschen zu sehr zu Herzen nehmen. Also das Bankdrücken sieht dann meistens wie folgt aus. Es wird halt das Setup gemacht, das ist übrigens Voraussetzung, ne? Deswegen das letzte Video abchecken, Freunde, ihr wisst Bescheid. Zack, und dann geht es so, oh, externe Rotation, die Ellenbogen sind schon innen, so wird rausgehoben und dann wird auch so gedrückt. Ja, oder meistens haben die Kollegen einen breiteren Griff, die das machen. Breiter Griff, Ellbogen richtig nach innen und nach vorne und dann so, zack. Film das am besten mal kurz auch von der Seite, dass man das richtig sieht. Noch weiter. So den Ellbogen von der Seite, dass man den sieht. Also so. Also ihr seht, was ich meine. Der Ellbogen ist in der untersten Position dann ungefähr so. Wir haben einen extrem großen Hebel auf dem Schultergelenk. Das wird zwar vom Latissimus stabilisiert in der Position, aber egal, ob wir so sind oder so sind, Momentum, also ein Hebelarm auf dem Schultergelenk, ist immer scheiße. Wir wollen in einer geraden Linie bestmöglich drücken, damit wir eben keine, ja, blöden Hebel für das Schultergelenk haben, für die Rotatoren, dass da nichts unnötigerweise stabilisieren muss. So, woher kommt das jetzt? Man sagt, wenn man eben vernünftig liegt, externe Rotation im Schultergelenk bis zum gewissen Punkt, damit man eben eine Stabilität hat, das heißt Schulterblätter nach hinten ziehen, leicht extern rotieren und man sollte jetzt in einem 45-Grad-Winkel nach unten drücken, nach unten gehen. Das heißt, die Langhantel sollte überhalb des Ellbogens sein, zu jeder Zeit. Es gibt eine Ausnahme, da darf es sein, dass dieser Ellbogen ein bisschen davor ist. Das ist, wenn man in der untersten Position Leg Drive gibt. Ich zeige euch das mal eben kurz von der Seite. Das sieht wie folgt aus. Ihr macht euer Setup, Schulterblätter nach hinten, hebt die Stange raus. Bam, seid dann hier, führt die Stange runter, Ellbogen drunter und seid dann hier Richtung Bauch, geht ihr so ein bisschen rein nach innen und drückt aber dann auch mit dem Leg Drive quasi in diese Richtung die Stange weg. Und dann korrigieren sich eure Ellbogen wieder nach außen und ihr führt die Bewegung quasi zu Ende. Das setzt aber voraus, dass ihr wisst, was ihr tut. Das setzt voraus, dass ihr den Leg Drive drinnen habt und auch benutzen könnt. Und das setzt voraus, dass ihr dieses Video hier eigentlich gar nicht mehr gucken braucht, weil ihr schon die Thematik kennt, dass ihr fortgeschritten seid und wisst, was ihr tut. Wenn ihr euch dieses Video aber gerade reinzieht, dann ist das für euch keine Option. Das heißt, ihr solltet gucken, dass eure Ellbogen zu jeder Zeit unter der Stange sind. Das heißt, was tut ihr? Wenn wir das Setup gemacht haben, Schulterblätter nach hinten, das ist das Wichtigste ohnehin. Und jetzt die Schultern nach unten, dann habt ihr automatisch so eine leichte externe Rotation. Und die haltet ihr einfach. Das heißt, ihr dreht jetzt hier nicht noch irre wie so ein Bekloppter da rein, sondern zack, ihr haltet diese Position, hebt die Stange raus, also greift sie, hebt die Stange raus. Und jetzt führt ihr die Stange ganz normal zu eurem Brustkorb. Einatmen. Und drückt raus. Und drückt raus. Und dabei geht ihr nicht nach innen und nicht nach außen. Quasi, Stange bleibt über dem Ellenbogen und der Ellenbogen circa in 45 Grad, weil das einfach die beste Position ist, sodass ihr maximal aus der Brust heraus arbeiten könnt. Hier unten ist der Hebel natürlich auch extrem scheiße für die Schulter, weil die hier eben viel arbeiten muss. Das heißt, wirklich aus der Position maximal mit der Brust arbeiten, Trizeps
und natürlich den Teil der Schulter mitnehmen. Jetzt möchte ich aber auf noch einen Punkt eingehen. Viele haben ein Problem damit, die Ellenbogen nach außen zu nehmen, weil sie dann sagen, ey, ich bekomme dann aber Schulterschmerzen. War bei mir früher auch so, deswegen habe ich auch immer so extern, 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 ja, nicht so intern. Das Problem ist folgendes. Ihr könnt das Setup nicht richtig halten und die Brücke nicht richtig halten. Ihr haltet eure Schulterblätter nicht hinten und unten. Und der Grund dafür ist folgender. Wenn wir jetzt eine Brücke machen, zack, und hier die Schultern hinten und unten halten, dann brauche ich ja, also die Belastung kommt ja jetzt von leicht unten, von da, dann brauche ich hier ja eine gewisse interne Rotation. Also das hier ist interne Rotation. Und wenn ihr jetzt mal selber bei euch guckt, Schulter hinten und unten, Arm ist hier und ihr geht intern, dann komme ich bis hierhin. Das reicht nicht, Freunde. Ich muss nach da drücken. Und der Rest der Bewegung kommt aus der Schulter. Habt ihr das gesehen? Und das ist das Problem. Viele, die dann mit dem Ellbogen nach außen gehen, haben einfach zu wenig interne Rotation, um quasi beim gleichzeitigen Anspannen der Schulterblätter nach hinten und nach unten mit dem Ellbogen sauber nach hier zu gehen. Weil dann die Rotation fehlt und dann wird eben aus der Schulter korrigiert. Das heißt, wir haben dann wieder die destabile Position. Vielleicht reibt die Bizepssehne, vielleicht reibt einer der Rotatoren und dann haben wir die Schulterproblematik. Das heißt, Punkt Nummer 1, das Setup und die Brücke ist das Wichtigste. Das ist eure Garantie, dass ihr gut Bank drücken könnt. Und dann alles, was ihr darauf aufbaut, Ellenbogenführung, Leg Drive und Co., muss eben darauf aufbauen. Das heißt, die Schulterposition muss gehalten werden. Und wenn die interne Rotation dafür zu schwach ist, dann müsst ihr was dafür tun. Ich zeige euch mal eben kurz eine Übung, die könnt ihr gerne dann machen. Ganz einfaches Ding, ihr könnt euch ein Widerstandsband nehmen. Ja, zack, geht da mit der Hand rein. Ganz simpel, ganz easy. Und führt es einfach hinter euren Körper, lasst es nach da ziehen, versucht die Schulter natürlich zu kontrollieren, hinten zu halten und ihr merkt schon, wie das zieht. Und theoretisch würdet ihr langfristig dann nach vorne gehen, sodass ihr hier quasi, ihr seht das, in die interne Position, also intern, 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 zack, interne Position gezogen werdet. Also, um das Video nochmal zusammenzufassen. Overtucking des Ellbogens ist scheiße. Ja, vor allem, wenn ihr euch auch anguckt, wenn ihr richtig hier hinten drin seid und macht jetzt hier so einen Overtuck, das kann auch schnell dazu führen, dass sich die Schulter löst. Lasst es. Ellenbogen immer unterm Handgelenk. Wenn ihr dann aber Probleme damit bekommt, dass die Schulter sich löst, dann habt ihr ein Problem mit der internen Rotation im Schultergelenk und dann macht ihr entweder diese Übung oder ihr könnt es auch ganz einfach machen, einfach um das ganze Thema hier noch abzuschließen. Ihr legt euch irgendwo hin, zack, interne Rotation ist immer noch da und dann dehnt ihr einfach so. Ihr braucht kein Band, kein Stress, ihr braucht einfach nur eure scheiß zwei Hände und dann drückt ihr den Arm eben runter und ihr werdet merken, wie es hier zieht. Und wenn ihr das verbessert habt, dass ihr quasi in dieser Position, bam, so drücken könnt, dann werdet ihr auch keine Probleme mehr beim Bankdrücken haben. Also Freunde, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr mehr rund um die Thematik Bankdrücken wissen wollt oder eben weitere grobe Fehler, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Es wird in Zukunft mehr dazu geben. Und ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Peace.